Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Danny Wolpe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play King Nummer 2 Final Max. In der letzten Folge haben wir uns mit gegen wieder mal gekämpft. Da war vor 5 Minuten. Zeig's, mein Gott. Ich sehe seine Waffe dann nur so rumfliegen. Und ja, ich habe offscreen mal gegen Saldin gekämpft. In der Hoffnung, dass er vielleicht eine beständige Vision hinterlässt, damit ich mir Vollblüte Plus und so weiter alles holen kann. Aber, surprise, surprise, hat er nicht hinterlassen. Er hat einen Schutzengel hinterlassen, was eigentlich auch nicht schlecht ist. Jetzt habe ich 88 Abwehr, glaube ich. Ja. Ja. Also ja, vielleicht bekämpfe ich den für ein paar Schutzengel. Die werde ich für den allerletzten Boss wahrscheinlich brauchen. Kann ich schaden, so ein paar davon zu haben. Und ja. Gehen wir auf und machen Sigmar platt, welcher für die meisten, glaube ich, auch einer der schwierigsten Bosse aller Zeiten ist, was ich jetzt nicht so finde. Ich meine, ja klar, der kann auch stark sein, aber ich fand ihn jetzt nie so schwer. Vielleicht sage ich das auch nur, weil er mein Lieblingscharakter ist in ganz Kingdom Hearts. Also ja, keine Ahnung. Boah, ich muss mich wieder umdrehen. Übrigens, falls euch der Part gefällt, könnt ihr ein Like, ein Kommentar oder ein, ich wollte Sigmar sagen, ein Sigmar hinterlassen könnt ihr, ja. Kommentar, ein Like und ein Abo. Wenn euch der Part gefällt, wenn nicht, dann weiß ich nicht. Macht so weiter wie sonst auch. Und ja, wir machen Sigmar platt. Hätte ich vielleicht Seelenwächter ausrüsten sollen, wegen seinen... Obwohl, da ist er nur am Anfang, ne? Weil das Ding irgendwie nicht in der Hand, aber okay. Weil muss so sein, ne? Warum ist mir das jetzt aufgefallen? Ich habe doch gerade gesagt, das ist mein Lieblingscharakter. Oh, du machst doch nicht das Ding. Na, guck mal, ich habe den doch schon jetzt ein bisschen weggehauen. Oh, du Pisser. Oh, du Pisser. Ich glaube, wir müssen ihn mal nachladen, oder? Einfach mal ein Kommen muss da an. Aber mich verarschen, Mann. Ja. Ja, ich sagte, der ist nicht schwer. Ich meine, guck mal, wie wenig Schaden der noch macht. Und oh, das ist ja sowieso einfach hier. Oh, okay. Schieß vorher noch ein bisschen. Ja, ich kann ja mit dem Sprung ungefähr. Ja, damit kann ich die Dinger abwehren, ja. Mit dieser Drehung, ja. Mein Gott, der tut er jetzt auch. Okay, ist hier. Ich hau den trotzdem kaputt. So. Besser. Ja, das ist wieder einfach. Wurf. Wenn man mal überhaupt nicht die Frage stellt, ich mich einfach so mit deiner Geschwindigkeit teleportieren kann. Also ich komme nicht darüber. Nein. War Donald schuld, glaube ich. Wollte schon sagen, kann ich das Ding nicht mehr treffen? Müsste ich mich überhaupt schon heilen bis jetzt? Nee, ne? Ja, das wäre jetzt natürlich ein bisschen schwierig, aber ich kann jetzt fliegen. Weil die letzte Welle, die werde ich nicht ausweichen können. Oh mein Gott. Ich konnte es ausweichen. Oh mein Gott. Bin ein bisschen stolz auf mich gerade. Er ist halt nur ein bisschen schwer zu treffen. Läuft er einfach so, als wäre nichts.
Wir tun halt nur gerade hier kämpfen, ne? Auf Leben und Tod und so. Rüstert. Wieder ein paar gratis, aber ich muss mich immer noch nicht heilen, oder? Ich tanze nicht, ich fliege lieber. Ich bin Flieger. Ach komm schon. Hey, geh wieder da oben hin. Ja, ist nur blöd, den zu erreichen, aber sonst so lebensgefährlich ist er jetzt eigentlich überhaupt nicht. Als man zum Beispiel treffen. Hey, das ist meine Hand. Hi. Oh nein, Wand. Also Loch. Was als Wand dient. Würde er mehr Schaden machen, dann wäre er gefährlich. Aber so ist er doch. Kindergeburtstag hier. Was hat er gemacht? Einfach Eier schaufeln oder was? Problem. Problem. Zwing mich nicht, mich zu heilen, ey. Ich treffe den an Stellen, wo ich den, glaube ich, gar nicht treffen sollte, ne? Du, ja, mit dem Blitz oder so kann ich den Gnadenstoß geben, ne? Au. Ist halt geil. Zu dem Zeitpunkt konnte man schon die Final Form einsetzen, ne? So, oh, du bist jetzt dran. Hey. Und tschüss. Wow. Geil, ja. Ich hätte lieber ein bisschen mehr Zeit mit dir verbracht, Sigma, aber okay. Wer sagt mir, du hinterlässt meine flüchtige Version. Vision. Beständige Vision, meine ich. Weil ich muss mal, ich muss dann irgendwie nachgucken, wer mein Interesse. Ja. Ich kann Vollblüton zu einsetzen. Herstellen, meine ich. Auch Schutzengel, wow. Ich ja sogar gegen nicht lieber kämpfen als gegen Sykes. Weil ich fand ich doch jetzt so ein bisschen einfacher. Ja, es bleiben nur noch Roxas und Xemnas. Dann war's das. Oh mein Gott. Driver 50, ey. Ja, Kindergeburtstag war das. Ich merke solche Sorgen bei den Kämpfen hier. So, in der nächsten Folge macht man Roxas Platz, welcher vielleicht jetzt nicht so einfach sein wird, aber mal schauen. Ja, 7 Minuten wieder kurz, was soll's. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage dann tschüss, bis zur nächsten Folge.